Meine lieben Zuschauer, das neue Wochenhoroskop steht nun für euch zur Verfügung. Und wir haben jetzt Februar, es geht los in den zweiten Monat des Jahres. Das Wochenhoroskop vom 1.2. bis zum 7.2.2016. Und natürlich für euch der Spruch der Woche. Venus, unser Liebesplanet, ist in dieser Woche sehr wichtig. Es geht um tiefe Beziehungen aller Art, spirituelles Verständnis und neue Lösungsmöglichkeiten. Die spannungsvollen Tendenzen unserer Sonne im Wassermann zu Mars, dem Energieplaneten im Skorpion, tragen auch in dieser Woche noch explosives Potenzial mit sich herum. Was ich dazu in der letzten Woche erklärt habe, hat auch in dieser Woche noch seine Gültigkeit. Der Unterschied ist, dass in dieser Woche Saturn und Uranus gemeinsam zur Hilfe eilen und an gangbaren Lösungen zur Entspannung arbeiten und natürlich für mehr Stabilität sorgen wollen. Das ist wirklich eine sehr hilfreiche Aspektbildung, um Eskalationen entgegenzuwirken. Der Kosmos, meine lieben Zuschauer, hat schon noch ein gewaltiges Wörtchen mitzureden. Auch wenn bestimmte Elemente etwas heraufbeschwören wollen, muss man sich nicht da hineinziehen lassen, sondern den Verstand einschalten, um zu verstehen, was jetzt gerade vor sich geht. Es gibt so solche Sprüche wie, wenn du denkst, es geht nicht mehr, kommt irgendwo ein Licht daher. Das kann so ein Licht sein. Natürlich kann man sich nicht darauf verlassen und abwarten, ob es nun kommt, dieses besagte Licht oder nicht, sondern einfach mit humanem Anstand die Puzzleteile zusammenbringen und vielleicht auch selbst mit Hand anlegen. Mit Gewalt wird nichts wirklich gelöst, sondern nur schmerzhafte Wunden gerissen, die nur schwer verheilen. Und genau hier wirkt nun Saturn und Uranus in positiver Form mit. Es sind Lösungen in Sicht. Besonders der Montag ist nun ein sehr angespannter Tag, weil hier auch der Mond, unser Gefühlsanzeiger, eine enge Verbindung mit Mars, dem Energieträger, schlechthin eingeht. In diese Kombination passen auch kräftige Eifersuchtsszenen. So, und Merkur, unser Denker und Planer, hilft gemeinsam mit Jupiter, unserem Glücksplaneten, in harmonischer Position eine ziel- und zweckorientierte Kommunikation herzustellen. Im Allgemeinen steht diese Kombination immer im Zeichen von guten Geschäften, förderlichen Absprachen, alle schriftlichen Arbeiten werden dadurch unterstützt und Vorträge sowie auch alle Auftritte vor Publikum sind hiermit sehr begünstigt. Natürlich auch wieder gut für alle Künstler, Autoren und auch für Lehrer. Merkur und Jupiter stehen im Erdzeichen, wo man davon ausgehen kann, dass etwas auf den Weg und in die Realität gebracht werden will. Wichtiger Einwand noch dazu, wir haben immer wieder als Information den rückläufigen Jupiter. Bitte die Erwartungen hier nicht zu hoch schrauben und auch keine zu großen Versprechungen abgeben. Wer jetzt dankbar das annimmt, was sich gerade entwickelt und was daraus werden kann, der ist damit wesentlich besser beraten, weil eben mal so ein rückläufiger Jupiter eben nicht immer das hält, was er so verspricht. Aber voran geht's trotzdem. Jetzt haben wir unsere Venus. Venus, unser Liebesplanet, im Steinbock verbindet sich in dieser Woche mit mehreren Energieträgern und das kann richtig interessant werden. Sie läuft auf eine totale Umarmung mit Pluto, dem tiefgreifenden Wandler, zu. Im Steinbock geht es also auch weniger um leidenschaftliche Gefühle als mehr um tiefgreifende Zielorientierung mit nützlichen Partnerschaften, langanhaltenden Verbindungen, die auch eine höhere spirituelle Anbindung haben und was auch mit Führungspotenzial und natürlicher Selbstkompetenz zu tun hat. Und Mars steht jetzt hier förderlich dazu. Das ist natürlich auch ein sehr potenzfördernder Aspekt. Und das ist wieder etwas für unsere Recken der Nation. So,
Und Uranus, der verrückte Revoluzer, bildet zu dem ganzen eben geschilderten jetzt hier seine Spannung. Das kann wieder mit plötzlichen neuen Entwicklungen in Verbindung gebracht werden. Neue Kontakte in vielerlei Hinsicht, auch was die Liebe betrifft. Sie können sehr tiefen Eindruck hinterlassen und es kann mit Veränderungen in jeglicher Art zu tun haben, ja? Alles, was die Liebe angeht. Aber mit so einem Uranus-Aspekt ist es fraglich, ob diese Verbindungen, die da hergestellt wurden, längerfristigen Halt haben können. Aber es kann natürlich auch in anderer Hinsicht trotzdem viele Möglichkeiten eröffnen. Manche dieser Erlebnisse haben eben nur eine Aufgabe, dass man sich begegnen soll, eine wichtige Information von dem anderen erhalten soll, um eine Weiterentwicklung in die Wege zu leiten, was dann natürlich für beide Beteiligten zutrifft. So, ja, es ist auch so, meine lieben Zuschauer, dass hier natürlich in erster Linie auch wieder wichtig ist, wie die ganz persönlichen Planeten dazu stehen und was da für eine wesentliche Rolle spielt. Ja, und wer das natürlich wieder erfahren möchte für sich selbst, der kann das ganz einfach wieder bei mir unter www.bärbel-reuth.com. Einfach ein Klick und schon ist man bei mir auf der Seite. So, und Neptun, unser Verschleierer, überlässt uns in dieser Woche ganz unserem eigenen Power. Er mischt sich nämlich überhaupt nicht ein, weder positiv noch negativ. Nun, das ist eigentlich in dieser Woche schon die Information gewesen. Ich beende meine Ausführung für euch. Ich wünsche euch natürlich einen klugen Umgang mit der Power-Energie und schöne, inspirierende Kontakte. Alles Liebe für die kommende Woche. Wie immer könnt ihr natürlich eure persönlichen Horoskope bei mir per E-Mail, per Telefon oder auch auf meiner Webseite direkt anfordern. Wie immer sind meine Kontaktdaten auch hier unten auf der linken Seite zu finden. Und ich freue mich über euer Feedback auf meinen Seiten, Webseite, den Seiten auf meinen sozialen Netzwerken. Ja, also bis dahin erstmal alles Liebe, herzliche Grüße von mir, Bärbel Reuth, eure Astrologin, und bis nächste Woche. Tschüss, macht's gut.